Wunderschönen guten Abend. Heute Abend im Spiel noch der Liga Beifall ist angebracht. Beide Mannschaften, denke ich mal, haben uns einen guten Eishockey gehabt hier. Das hat uns alle ein schönes Spiel abgeliefert. Leider mit dem schlechteren Ende für uns, was bedeutet, dass wir natürlich nächste Woche dann auch schon Feierabend haben. Aber vielleicht erstmal zu heute. Nehmen wir Martin Jiranek, der neue Trainer der Frankfurter Löwen. Und Jiri natürlich bei uns und Jiranek über Statements und als Gast. Dankeschön. Das war eine gute Playoff-Spiel. Beide Mannschaften haben sehr hart gekämpft. Das Spiel war eng bis Schlussphase. Und ich kann nur sagen, von meiner Mannschaft, wir haben von diesem Spiel profitiert. Das war eine gute Vorbereitung für uns, für diese kommenden Spiele und hoffentlich den nächsten Schritt. Halle hat richtig Gas gegeben. Ich glaube, wir haben richtig hart gekämpft. Am Ende hat es fast ausgeglichen und ja, Kompliment, das war eine sehr starke Gegner für uns. Dankeschön. Also guten Abend. Also ich muss sagen, große Kompliment zu unserer Mannschaft. Wir haben ganze diese Zwischenrunde gute Spiele gemacht. Heute, das war wirklich aus unserer Seite Leistung auf die Grenze. Leider, wir haben zu wenig Kader, ich habe zu wenig Varianten, tauschen Leute und halbes Spiel mit 4 Verteidiger und 7, 8 Stürmer. Das gegen so große und so starke Mannschaft wie Frankfurt ist, das ist wirklich zu wenig. Aber gut ab, die Leute sind gekämpft bis zum Schluss und machen alles. Jetzt sind alle in enttäuschten Kabine, aber wir müssen Kopf hoch, Leben geht weiter. Und einfach, ich muss sagen, die Gegner, Wattenheim und Frankfurt, sind starkeste Mannschaften. Sie sind diese Qualifikation zum Playoff verdient. Und aber wie ich habe gesagt, ich bin stolz auf meine Mannschaft, wir haben die ganze Saison perfekt gearbeitet und das ist alles.